ganzen deutsche Szene damals machen wollten, da, sie brauchen noch ein Stück. Und dann habe ich da hin und her überlegt, oh, was. Und dann habe ich gesagt, oh ja, da habe ich dieses Stück, ja, ja, ist nicht fertig, es ist nur so ein Thema, da kann ich ein bisschen rumprobieren, lass mal laufen. Und da haben die das aufgenommen und da haben sie gesagt, und das heißt, habe ich gesagt, namenlos. Das hat keinen Namen, das heißt namenlos. Ach Klaus, da komm, jetzt machen wir nicht so einen Scheiß. Gib es mal reden, das können wir nicht so nennen. So, ja, ich bin derjenige, der es geschrieben hat, der es entworfen hat, das heißt namenlos. Da haben sie mich bearbeitet, hin und her. Okay, du wirst einen Namen? Ihr wollt einen Namen für? Ja? Okay. Ich sollte einfach so aus Stegreif meinen Namen machen? Na, okay, gut. Das Loch in der Banane. Und so heißt das Stück. Eine der wenigen Sachen, die der Mensch macht, die ein Mann zum Weinen bringen kann, ohne dass es mit Traurigkeit zu tun hat. Es ist eine Verwandte, ja, aber es ist irgendetwas, die Musik geht so rein durch die ganze. Männer weinen nicht, ach, diese ganze Mechanismen, die wir uns abschotten gegen Emotionen zeigen, geht es glatt durch, als ob es nicht existiert, und dann kommen die Tränen runter. Ja, was ist das?